Hast du die Ulmer so stark erwartet, wie sie hier aufgetreten sind? Nö, gar nicht. Also ich glaube, wir waren selber geschockt. Also wir sind ja die ganze Zeit nur hinterhergelaufen und die haben ja am Dienstag auch noch gespielt. Ne? Also hatten eine englische Woche und wir hatten die ganze Woche frei. Das hat mich gewundert und ja, wir wussten selber nicht, was los ist. Zwei eiskalte Elfmeter verwandelt, sogar einen zweiten dann nochmal unten ins Eck. Ja, wie fühlt man sich da, wenn man das zweite Mal anläuft? Trotzdem sicher? Ja, ich war mir zweimal ganz sicher, den Nico. Also entweder schießt der Nico herzlich oder ich. Ja. Und wir haben uns da besprochen, der hat mir irgendwie Glück gewünscht und ja, von daher habe ich ihn eiskalt reingemacht und ich habe mich auch sicher gefühlt, von daher. Und im Endeffekt fragt dann auch keiner mehr, ob ihr jetzt knapp gewonnen habt oder unverdient gewonnen habt. 3-2-Sieg steht zu Buche, ihr seid Fünfter in der Tabelle. Nee. Optimal, oder? Nee, drei Punkte sind wichtig, also egal wie, nur ja, jetzt haben wir mal zwei Tage frei und dann analysieren wir alles unter der Woche und ja. Wichtig ist, dass wir die drei Punkte haben. Und, ja. Aber ich glaube, das Wichtigste da am Spiel ist, dass wir die drei Punkte hier behalten haben. Wir wussten, dass es schwer wird heute, aber ja, die Ulmer haben den Ball gut laufen lassen von Anfang an und wir sind irgendwie nicht so richtig dann in die Zweikämpfe gekommen, sind ein bisschen nebenher gelaufen. Ja. Machen dann zum Glück das 1-0 durch den Elfmeter, aber hat uns auch nicht so ein bisschen geholfen. Dann kriegt man das 1-1 und kriegt mal wieder das 2-1, aber irgendwie haben wir heute nie so richtig ins Spiel gefunden, sind immer ein bisschen hinterher gelaufen. Zweite Halbzeit wollen wir es ein bisschen besser machen. Ich glaube, da haben wir es dann auch einen Tick besser gemacht, ein bisschen mehr. Das Umschaltspiel forciert und auch zwei, drei mehr Chancen gehabt, können wir dann nur das eine oder andere Tor schießen. Aber zum Schluss war es einfach so ein bisschen eine Schlacht, haben uns hinten reingestellt. Wir waren auch von der Luft heute ein bisschen dann zum Schluss fertig. Aber letztendlich haben wir es über die Zeit gebracht, haben drei Punkte geholt und das ist das, was am Ende zählt. Ja, was zieht man da für Schlüsse als Mannschaft, als Abwehrspieler, wenn man sagt, okay, trotzdem gewonnen, auch wenn die Leistung nicht ganz so gut war, was nimmt man mit? Man nimmt mit, dass man auch mal an einem schlechten Tag einfach auch mal drei Punkte holt hat gegen einen guten Gegner. Und ich glaube, das zählt. Das hat uns vielleicht letztes Jahr noch nicht ausgezeichnet, dass wir so ein Spiel dann hätten wir wahrscheinlich dann verloren. Jetzt haben wir es gewonnen, auch wenn es kein gutes Spiel war. Ja. Und ja, wir haben es als Mannschaft gemacht. Wir haben gut zusammengehalten. Jeder Einzelne hat für den anderen gekämpft. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir es mitnehmen für die nächsten Spiele. Und das war eine Ausnahme, glaube ich. Wir werden auch wieder guten Fußball spielen. Aber die drei Punkte zählen, das ist das Wichtigste. Gegen Ulm 3-2, knapper als alle Zuschauer. Ich denke auch, als Sie erwartet haben. Ja, ein kurzes Fazit zum Spiel. Ja, knapper als ich erwartet habe. Ich wusste schon vornherein, das habe ich auch den Jungs die Woche mitgegeben, dass es eine schwere Aufgabe wird aufgrund des 0-0 gegen Hoffenheim, wo sie Mut geschöpft haben. Und da muss man auch, haben wir bei uns gesehen, gegen die kriegst du nochmal immer ein Gegentor, weil sie gut sind. So, und dann haben sie die Null gehalten, haben auch die ein oder andere Chance gegen Hoffenheim gehabt. Und das gibt natürlich dann nochmal so einen Auftrieb. Das haben wir heute gesehen und wo ich auch gesagt habe, Jungs, das wird extrem schwer aufgrund des Wetters auch und eine Willenssache. Das ist nachher auch so gekommen. Nichtsdestotrotz sind wir spielerisch, was ich weiß, was wir können, was das Pressen angeht, was Raumzuteilung angeht, was Dagegenhalten angeht, was wir gut gemacht haben. Aber dieses fußballerische Element ist mir ein bisschen flöten gegangen heute und haben es dann trotzdem aber über Willen und Leidenschaft zu unseren Gunsten entschieden. Und ja, jetzt kommen 5 Euro ins Phrasenschwein. Sie wissen ja immer, wie das ist. Letztendlich 3-2 gewonnen und übermorgen fragt da keiner mehr nach. Genau so, da wäre es die nächste Frage gewesen. Fragt eh keiner mehr nach, Tabellenfünfter. Man hört es an Ihrer Stimme. Man auch an der Außenlinie, da hatte ein hartes Stück Arbeit. Ja, wie geht es jetzt weiter? Erstmal Regeneration angesagt und auch mal darüber sprechen, wie die Leistung war. Ja, absolut. Ich habe den Jungs 2 Tage freigegeben auf meine Kappe. Die einen oder anderen, oder normal ist morgen früh Training mit Pflege und die anderen, die nicht gespielt haben, machen ein bisschen mehr. Wo ich aber gesagt habe, die gespielt haben, gehen morgen auslaufen, für sich alle 35, 40 Minuten. Selbst die eingewechselt worden sind oder in die Sauna zu gehen und da vertraue ich denen auch, das machen die Jungs auch. Und die nicht gespielt haben, die kriegen von mir mal ein paar Läufe mit, die machen morgen etwas mehr und dann sehen wir uns Dienstagmorgen um 9 Uhr zur ersten Einheit. Die Jungs wissen ja auch, wie ich ticke, das ist immer so ein Geben und Nehmen. Wo ich auch gerne gebe,
aber ich muss Argumente haben. Die haben sie heute nicht fußballerisch, aber auf jeden Fall kämpferisch, von der Leidenschaft her haben sie mir die gegeben. Und dann bin ich der Letzte, der dann sagt, morgen früh 10 Uhr. Weil das ist ein bisschen Eigenverantwortung. Und da weiß ich auch, dass das jeder macht morgen. Und dann ist das alles in Ordnung.